Bayanlar ve beyler, Sultan TV'ye hoş geldiniz. Şimdi bir iki azar işiteceğiz herhalde, bakalım. Ya buradan gönderecekler beni, onu anlıyorum. Bir şeyler olacak yani, böyle temiz işlemez bu işler. Şimdi hele gördü, öptü herkesin içinde. Sen ne yapıyorsun kadın ya? Böyle şey yapılır mı arkadaş? Hey, was ist hier los? Captain? Dr. Jimenez wurde ermordet. Aha. Was? Dieser Scheißkerl. Oh Gott. Hat ihm die Kehle aufgeschnitten. Taylor, hat Taylor was gesehen? Die Betäubungsmittel sind weg. Taylor. Meine Schuld, ich halte ihn für die Krankenstation. Nein, 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 das meinte ich nicht. Ich meinte, Taylor ist ein Junkie. Sie wussten es? Es ist nicht wichtig. Oh, nicht Taylor mehr. Mi yaptı? Nasıl yani ya? O adam öyle bir şey yapmaz ya. Nasıl ya? Aklım almıyor. Ne bu? Sağ kalma yaşamak değildir. Burayı halletmişiz zaten. Bir gidelim mi? Bir gidelim lan. Bir bakalım şuraya, bir halledelim hemen. Madem hızlı şeyimiz var. Aklım almıyor. Manyak nasıl öldürür ya? Burada biri olmaması lazım. Burayı temizledim çünkü. Captain Corey, coming. Corporal St. John and Captain Corey. Hier spricht Corey. Hey, ich werde Taylor verfolgen. Ha, Taylor'ın peşindeyim. Es wurden bereits Patrouillen losgeschickt. Der Colonel ist außer sich. Ja, das glaube ich. Der Doc war ein guter. Captain Jimenez war der einzige Doktor hier. Okay, Taylor hat mal was davon gesagt, zur Skihütte raufzufahren. Ich werde mal nachsehen, ob er da ist. Bir şey diyeceğim, bir ses var lan. Der Colonel will Taylor lebendig. Ja, verstanden. St. John Ende. Ses duyuyorum. Ende mi? Ich hoffe, das ist hoch genug. Boozer, hier ist Deacon, kommen. Aha. Lost Lake Camp, irgendjemand da? Deke, bist du das? Ich kann dich kaum hören, die Verbindung ist schlecht. Wo bist du? Crater Lake, ob du es glaubst oder nicht, Schön, dich mal wieder zu hören, Bruder. Ich dachte, dass du vielleicht schon auf dem Rückweg bist. Nein, nein, Boozer, noch nicht. Es ist ziemlich kompliziert. Hör zu, ich wollte eigentlich nur mal hören, wie es so läuft bei dir. Gut, Dick, alles bestens. Du errätst nie, wen der alte Mann zum Sicherheitschef ernannt hat. Was, dich? Ja, ganz genau. Hat wohl gedacht, dass ich mit nur einem Arm auch nur halb so viele Probleme mache. Okay, wie gesagt, ich wollte nur mal hören. Schön von dir zu hören, Bruder. Ja, mein Freund. Lan bunun için mi geldik buraya biz? Corporal St. John, kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Captain, ja, Sir. Ya git, bunun konuşmasını falan dinlemem. Bu ne? Corey ile konuş. Aa, burada. Asılmak istemiyorum. Kayak merkezine sür. Ben bunu yapacağım. Hatta buradan direkt gideceğim oraya. Şuradan bir ses geliyor ama. Corporal St. John, kommen Sie zum Hauptquartier. Colonel Garrett. Ja, Sir, ich bin gleich da. Corporal St. John, Ende. Dur lan, şunu da alayım, benzin lazım olur. Neyse, dolduralım.
Verschwörung geredet hat. Das sollte reichen. Ihr Business war weltweit. Bir dakika ya, herkes bana görev verdi ya. Bu nedir ya? 1, 2, 3 görev. Ben bunu yapacağım. Hatta buradan geçerken şurayı temizlesem mi ya? Gezanes in Indien, Südamerika. Was wir nicht wussten, dass die Interlaterale Kommission biz ana göreve yüklenelim. Stimmt ja. St. John, hörst du mich? Ja, Weaver, ich höre. Ama yapma be, Molotov yok ja. Abi vurmayın bana, bir dakika. Mach nur meinen Job. Yapma, vermiyor be. Ich weiß es zu schätzen, dass du in der Außenwelt deinen Arsch für mich riskierst. Und guck, das Napalm-Zeug ist fast fertig. Du wirst bald bei den Tests helfen müssen. Ja, klar, Weaver. Jim. Ja, ich bin da. Dicken Ende. Wer weiß, Corp, vielleicht hast du ja sogar mal recht. Yok yok, ben gidiyorum, devam, şeyim yok. Molotov'um yok ya. Schätze, ich komm später wieder und ich räuchere dann die anderen Liste aus. Yapacak bir şey yok. Hazırlıksız çıkarsın olacağı bu. Burası da kaynıyor. Yanlış değilsem. Neyse, çok uzak değilmiş. Ama hızlı seyahat yapamıyorum şimdi onlardan dolayı. Okay, Taylor. Was zur Hölle machst du hier draußen? Okay, schauen wir uns mal um. Motoruna bak. Wo lang? Na, also. Bu ne lan? Lan bu ne lan, korku oyunu gibi. Velet kulağı. Şunlara bak ya. Ich muss irgendwie da reinkommen. Aa, burada birileri var lan. Tabii her şeyi doldurduk, şeyi kumdan. Sakin, sakin. Sniper'lı değil mi ya? Scheiße!
mermi kötü ya. Molotovları falan doldurmuyor. Kötü. Galiba bir kişi kaldı yanlış değilse. Bu beletlerle nasıl yaşıyor bunlar? Abdeş. Aa, varmış lan daha yaşıyor. Here bist du. Ulan bu şeye benziyor, görevliye benziyor. Aynı tip. Ulan bir şeylik var ama. Bir şeylik var ama çözemedim. Taylor. Deacon St. John. Wie geht's dir, Taylor? Bunun burada ne işi var mesela? Ich hab's versaut, Mann. Ich wollte ihn nicht töten, Mann. Salak. Er sollte gar nicht da sein. Ich... Der Doc war okay, Mann. Ja. Er hat mir geholfen, er war nett. Na komm, steh auf. Da ich... Ich will nicht hängen, Mann. Ich will nicht hängen. Ich will nicht hängen. Ich kann nicht. Hey, ich will nicht. Taylor? Du zappelst Wait. Den Scheiß nicht ein und die ganzen Pisser gucken zu und lachen dich aus. Sie lachen dich aus. Sie lachen dich aus! Ich will nicht weg! Ich will nicht weg! Bitte! Bitte, du musst mir helfen! Scheiße! Nee, ne yardacağım ya? Scheiße! Bitte, Mann! Okay, wait. Nerede? Eroin mi verdi? Ağır doz. Neyse böyle de olur. St. John. Hier rein. Überdosis. Verdammt. Bringen Sie die Leiche raus. Yardım etmiş olduk adama. Eroin'den ya, rahatsız ya. De burada ne alaka? Buraya niye gelmiş bu insanların arasına, onu anlamadım. Bunlarla ne gibi bir bağlantısı var? Was er auch getan hat. Die Freaks kriegen ihn niemals. Ich weiß es jetzt schon. Der Colonel wird nicht erfreut sein. Oğlum bari kampa alın beni gene be. Hadi be. Aynı yerde başlattırmayın beni.
Yes. Yes. Evet. Tartışmaları dinleyelim. Nun, als wir ihn fanden, war er bereits tot. Überdosis. Wir haben die meisten Betäubungsmittel, nicht alle. Als ob die Welt nicht schon genug Korruption und Verfall sieht. Als ob die Welt nicht schon überflutet ist von geistlosen und seelenlosen Kreaturen. Das muss zur Krankenstation. Und diesmal teilen Sie keinen gottverdammten Junkie zur Arbeit dort ein. Yes, sir. Ja, ja. Tamam, güzel, hep bir şeyler açılıyor da şey yapamıyorum şimdik. Kuri ile konuşmayalım. Kuri'yi boş ver. Bunu da boş ver. Şu manyağın konuşmasını dinleyelim. Zaten boş konuşuyor. Ya yan görev şöyle, bir tane yan görev yapmak istiyorum. Şunun için. Şurada seviye 3 yaparsak eğer silah milah bir şeyler yine alırız. Bir de tamirat, motoru da tamir etmek istiyorum işte. Bazı şeyler, çok param var bu sefer de, kullanmak istiyorum onu. Geri gidemiyorum. Hiç olmazsa burada onu tam son haline getiririm, paramız da var. Silah da alırız, bunu hiç dinleme. Tamam, bunu da hallettik. Belki de önemli bilgiler veriyordur ama benim de pek şeyimde değil. İkideyiz hala. Tamam, şunu yapalım bence. Deacon, hörst du mich? Aha. Deacon, Sarah hier, ich muss mit dir reden. Ja, hey, ich höre dich. Du klingst euphorisch. Tja, ich hatte einen Durchbruch. Hör zu, ich brauchte nur diesen DNA-Sequencer. Ich kann's jetzt testen, Deacon. Ich kann jetzt mein Serum testen. Wow, okay, und hey, du solltest nicht hier sein. Das sag ich dir, wenn du hier bist, Sarah Ende. Tamam, geliyorum. Madem böyle, bunu yapalım. Bunlar daha fazla şey veriyor. Ya işte dediğim gibi aralarda bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Ki ama bir yandan da olmaz çünkü yan görevler var. Onları yapmıyorum. Bunları daha yapamazsın. Eğer öyle bir şey olursa. Yani her türlü bir Moment mal, du willst ein lebend? Es ist schwierig, Tests mit Toten zu machen. Hier. Was ist das? Ein spezieller Tranquilizer, damit kannst du ihn lang genug ruhig stellen, um ihn herzubringen. Ich bin dicht dran, Deacon. Na, Zombie getireceğiz bir tane. Ja, ma'am. Anlaşıldı. Bir tane zombi yakalayacağız. Bağlayacak mı? Deacon, kommen. Hey, ich will dir gerade einen Krabbler suchen. Super, okay. Ich brauche einen ganz speziellen, ja? Hey, warte, Moment mal. Einen speziellen Krabbler? Südlich von hier, am South Rim Drive, steht eine alte Ferienhütte. Jetzt lebt eine ganze Kolonie infizierter Kinder. Krabbler. Okay. Okay, meld dich, wenn du da bist, Sarah. Eine Krabbler-Kolonie. Oh mein Gott, das muss ich sehen. O küçük veletlerden vermem lazım. Bırak bir beni be. Ich erledige was für Lieutenant Whittaker. Ich bin beschäftigt. Verstanden. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind. Wir wollen Weavers Waffe testen. Kuri Ende. Oh, Scheiße. Tja, so viel dazu, dass Sarah noch vor Weaver fertig wird. Sarah, ich bin da. Okay, such nach einem Mädchen mit einem roten Shirt. Eins dieser Kinderoberteile mit einem Kätzchen oder sowas. Ich bin überrascht, dass der Colonel diesen Ort noch nicht abgefackelt hat. Ich hab's zum Sperrgebiet erklärt. Ich entnehme den Jüngsten dort drin schon seit Monaten. Okay. Wie soll ich den Krabbler rausholen, ohne die anderen zu töten?
weiß es nicht. Tu einfach, was du tun musst, okay? Ich brauche das Mädchen mit dem roten Shirt. Kırmızı tişörtü bir tane lazım. Şunlara bak ya. Ne var şimdi? Ananı. Defol lan. Ne yapardı? Nasıl yakalayacağımızı bilmiyorum. Az bir dakika şeyimiz varken hemen üretelim. Bir tane mi gerçekten ya? Evde yok. Bu. Ne yapacağım? Bunu öldüremem ya ben. Hab ich dich, kleiner Scheiße. Oh, Scheiße. Hazırsınız lan. Sizi küçük veletler. Geliyorum bir dakika. Canlanmadan alayım şunu. Bir de şeyin tişört rengini de biliyor. Ne yapıyor? Aylardır onu mu araştırıyor? Ben niye o gerekli mesela? Du wolltest ihn lebend. Du kriegst ihn lebend. Tamam da bu canlanmaz mı gene ya? Bakalım ışınlanacağız mı yoksa? Eğer sürmem gerekiyorsa başıma bir şey gelecek. Direkt ışınlanırsa kampta bir şeyler yapacağız. İkisinden biri. Ama görünüşe bakılırsa kampa geldik. Ah, verdammte Scheiße. Hey, Captain. Er hat mein Bike vollgepisst. Ah, der Colonel erlaubt keine Haustiere auf der Insel. Der Lieutenant braucht eine lebende Testperson. Sie scheinen sich ja gut zu verstehen. Sie und Lieutenant Whittaker. Ich mach nur meinen Job, Sir. Bleiben Sie professionell. Der Colonel will keine Verbrüderung zwischen Soldaten und Offizieren. Oh nein, nein, das geht natürlich nicht, Sir. Genau. Weitermachen. Ja, Sir. Okay. Ah. Komm schon, hilf mir! Ja, ihre Körper sind total durcheinander. Was soll ich da bitte tun? Ich krieg die Dosierung nicht hin. Hier, warte, halt mal. Halt fest, nur ein paar Sekunden. Oh, Scheiße. Öldürdü onu. Ah, dur Scheiße. Verdammte Scheiße. Was immer du ihm gegeben hast, er war schnell hinüber. Warte. Du machst gar keine Biowaffe. Oh mein Gott, du versuchst sie zu heilen?
Ich dachte, sobald ich die ursprüngliche Zelllinie aus Cloverdale habe, könnte ich Antikörper aus dem Virus herstellen und es rekonstruieren. Scheiße. Und die ganze Arbeit, alles, was ich gemacht habe, war umsonst. Ich kann sie nicht retten. Nichts kann ihren Zustand rückgängig machen. Dann steh auf, reiß dich zusammen, mach weiter. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Jede Zelle in diesem Mädchen ist explodiert. Und deshalb musst du weitermachen, weil es für dich ein Mädchen ist. Hast du eine Ahnung, wie viele von denen ich getötet habe? Und was mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen ist, dass sie einmal Kinder waren. Ich habe da mal ein Mädchen getroffen, die genau wie du über die Freaker geredet hat. Sie nannte sie Kranke. Ich hielt das für verrückt, aber sie sah das genauso wie du. Du hältst mich für verrückt. Nein, nein. Ich glaube, dass du hier der einzige normale Mensch bist. Weißt du, ich erinnere mich noch, wie ich dich verlor, aber langsam begreife ich, dass es nicht die Nacht war, in der ich dich beim Heli ließ. Es war die nächste Nacht. Ich fuhr mit Boozer zu diesem Flüchtlingscamp, wo du eigentlich warten solltest, weißt du noch? Aber da waren Freaker. Überall. Die Helis brannten, die Menschen schrien. So viele Menschen. Also kämpften wir. Und wir siegten. Und was kriegten wir? Leichen. Überall Leichen. Ich sah mir jede Leiche an, jedes Gesicht. Es müssen Tausende gewesen sein, eher mehr. Und ich sah sie mir alle an. In der Nacht habe ich dich verloren. Und Boozer. Boozer, weißt du, er hat die nächsten beiden Jahre dafür gesorgt, dass ich nicht durchdrehe. Aber mir war alles scheißegal. Einfach alles. Und ich sehe diesen Nero Haley am Himmel rumfliegen und in mir regt sich irgendwas. Und ich denke mir, weißt du was? Scheiß drauf! Scheiß drauf! Denn selbst wenn sie am Leben ist, weißt du, was ich dann mache? Ich finde sie, wir steigen auf mein Bike und wir blicken nie wieder zurück. Weil ich zu keiner Miliz gehören will, in keinem Krieg kämpfen und in keinem Camp leben will. Wieso bist du dann noch hier? Deinetwegen. All das hier, ich sehe, wie hart du arbeitest. Wie wichtig dir das ist. Die meisten da draußen wollen nur überleben und hier stehst du. Und willst die verdammte Welt retten. Naja, ich bin nicht sehr erfolgreich. Also steh auf. Reiß dich zusammen und mach weiter. Wir fahren zurück nach Cloverdale. Da gibt's eine bessere Ausrüstung. Wir sehen uns ihre Forschung genauer an. Was würdest du tun? Du würdest mir helfen. Ja, würde ich. Und zwar, weil du an diese Sache glaubst. Gib nicht auf. Vay be. Ben bile etkilendim. Şu an adamın sarılasım var. Kadın sarılmadı. Ben sarılırdım. Öperdim adamı yani. Wir fahren nach Norden. Ja, nach Norden. Wir sagen, dass wir Vorräte besorgen wollen. Ja, aber wir kommen nicht zurück. Jetzt werden wir fahrenflüchtig. Du weißt, wenn sie uns kriegen, hängen sie uns. Dann hängen wir gemeinsam. Ma'am? Ja? Deke, der Colonel will Sie sehen. Bin gleich da. Pack deine Sachen, ich bin gleich zurück. Şimdi bir şeyler olacak, göndermeyecekler. Bir şeyler olacak. Ya ma'am. Bak bir şey olacak, bak. Herhalde o zenci anlattı. Corporal St. John. Colonel, sir. Kommen Sie bitte. Ya bana böyle iğrenç bir iş verecek veya şey. O zenci gidip söyledi. Bu şey durumları işte bir daha ondan uzak duracaksın, yakınlaşmayacaksın. Bir şeyler. Öyle bir şeyler işte. Öyle düşünüyorum. Sind wir bereit? Aha. Ja, sir. Aa, bu adamın silahını deneyeceğiz. Das Bike ist bereit. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Lieutenant Weavers Waffe ist fertig. Wir werden sie testen. Scheiße, ja. Wollen Sie eine Horde hochjagen? Bro. Stimmt irgendetwas nicht, Corporal? Nein, Sir. Nein. Okay. Bringen wir es hinter uns. Okay, das höre ich gern, Mann. Meine Herren,
Dies ist der Beginn einer neuen Ära. Weitermachen. Lieutenant Weaver, kommen Sie. Ja, Sir. Oha, ikimiz mi gidiyoruz sadece? Ben yokken baksana, insan gibi biri yokmuş kampta yani, bir iş becerebilen. Bir şu zenci adam var, başka kimse de yok. Güya binlerce kişi varmış kampta. En fazla 20 kişi gördüm. Na gut. Ich glaube, Sie sollten hier bleiben und mich das alleine machen lassen. Was? Sind Sie lebensmüde? Nein, darum will ich das ja alleine machen. Hören Sie, selbst mit Weavers aufgemotzten Molotows können wir es nicht mit einer ganzen Horde aufnehmen. Nein. Also, ich gehe da runter. Mache etwas Lärm, locke immer ein paar zu mir und renne dann wie der Teufel. Und dann muss ich sie irgendwie aufhalten. Vielleicht mit ein paar Fallen. Und dann jage ich sie zur Hölle. Hören Sie, wenn wir beide da runtergehen, gibt das ein Chaos. Wir würden die ganze Horde anlocken. Nein, Sie bleiben hier. Sie passen auf mich auf. Wenn alles schief geht, kommen Sie und holen mich da raus, okay? Hm? Oder haben Sie einen besseren Plan? Ich hab gar nichts. Allah Allah. Gut, das Zeug könnte nützlich sein. Okay. Dur. Adam. Hoppa. Wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Napalm Molotow. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück, St. John. Napalm Molotow. Nichts damit zu tun. Ben mi öldüreceğim? Hepsini ben biçeceğim o zaman, anladığım kadarıyla. Alles klar. Ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Verstanden. Arabalar patlamıyor değil mi ya? Bir şey diyeceğim ama ya. Kalkıp da hepsi bir anda patlamasın. Oy oy oy. Neyse tamam. Dalıyorum. Tuzakları toplayabiliyorum gene ha. Tamam. Ama onları sonra toplarız. Yani zaten öleceğimi düşünüyorum ilkinde de. Gene bir deneyelim bakalım.
Bir dakika ya, bari şu molotovdan atalım. Seht ihr mich, ha? Komm schon! Komm schon! Oğlum! Kendimi yaktım, ağzına tutuyorum. Los yok! Los geht! Wie sieht's aus, Captain? Macht ihn erledigt, weiter! Çok kötü sıkıştım. Bir şey diyeceğim ya. Tamam, güzel. Onda bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı şey. Yere bomba koydum, patlamıyor. Patladı, ben mi şey yapıyorum? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück, St. John. Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar. Ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Stopp. Dann bitteschön! Tamam. Evet, köprüye çıkalım, en mantıklısı. Sorry, ich hab mich vertan. Ama bir dakika ya, bir dakika ya. Ya şey çıktı ama. Hayır, ben şeye sinir oldum. Görev alanından çıkıyorsun diyor bana. Tamam da yani ben o köprünün üzerine alacaktım onları. Halledecektim onları güzel ya. Tamam. Wie war nochmal ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten.
Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe, dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück, St. John. Obwohl Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar, ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Verstanden. Tamam, güzel. Ya kaçmakta sorun var ya. Çok hızlı geliyorlar. Onlar orada toplanıyor. Bak işte şurası tam havayı uçurmak için bir yer bak. Oradan geldim mi? Şöyle kaçarım. Şöyle. Şu kapalı yerden sıkıştırırım onları. Böyle geldim mi? Şu tarafa doğru gitmem lazım. Buradan kaçarız. Tamam. Oo, burada da dinamit falan var lan. Şey var ya. Neyse, tekrar döneriz olmaz. Yapacak bir şey yok. Tamam, kondisyonumuz bir yerine gelsin. Sağlığa bas baba. Aralarına bombaları yağdırmak istiyorum açıkçası hemen şimdiden. Yaklaşamıyorum ama ya. Şu manyaklar olmasa şu yukarıda. Sen gel bakayım. Oha. Ha, manyak beni nereden gördü lan? Wie gefällt euch das? Wow. Ich sehe die Flammen bis hier. So sieht's aus. Gleich geht's weiter. Oh, Kafa yedi bizim adam. Hey, das gefällt dir nicht, ha? Ja, komm schon. Komm schon, ihr Arschlöcher. Seht ihr mich, ha? Komm!
Ağzına tükürüm, sinir oldum ya. Ya hayır, ne kolay mod ya. Yürü git lan, bana ne yapacağımı söyleme. Sinirimi bozmayın benim. Merzin. Şu yer bombalarını pek şey... Ya bir ara kamyon arasından geçecektim ben. Ora tutmadı. Wie war nochmal ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Başta zaten bir 3'te 1'ini aldım. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Ama çok var ya. Müssen die sich da durchkämpfen und sobald ich dann einen Vorsprung habe, dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück, St. John. Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar. Şey yok ya, bir kere kondisyonum az. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Kaç sefer sana ihtiyacım vardı, hiç yardım etmedin ki. Aa, diğer herif anca yok, şeyden izliyor. Bayağı bir şey aldım lan. Aa, bira yok, bira. Bira şişesi yok mu? Olması lazım ya. Şu arkada bir yerde, aynen. Ya buradan gelince buradan dağılıyorlar. Bir taraftan sokamıyorum onları. Şuradan böyle dönme dolap yapabilsem. Ama şuradan da geliyorlar mesela. O sıkıntı. O zaman baksana burada bile şey var ya. O zaman büyük patlamayı burada mı yapalım? Şimdi buraya geldiklerinde böyle gelelim. Şöyle gelelim. Şuraya doğru çekelim. Şu mavi değil de şuna. Şu mavi kamyona yaklaştım mı? Şurada havaya uçurayım onları. Bir de dönme dolap yapmamam lazım. Dönme dolap oldu mu karşımdan çıkıyorlar sonra. Neyse bir kere daha bir deneyelim. Bir de görev yani, görevden de kaçamıyorum. Evet. Mesela şurada da var güzel patlayıcılar. Nimm das hier, miesen Wichser! Nicht, ha?
Frischfleisch! Ja, komm schon! Gefällt dir, hä? Abi fazla kalmadı, müthiş gidiyorum. Molotov şey, hiçbir şeyim kalmadı. Tamamıyla silahtayım şu an. Bu patlayıcı mı lan? Komm schon, ihr Arschlöcher! Okay, das gefällt dir nicht, ha? Das war's! Schon, komm schon. Seht schon, die Horde läuft los. Ja, das ist der Plan! Lan daha çok var ya. Bomba var mı bir yere daha? Bomba. Kaç lan kaç! Neyse, geberdiler sayılır. Oğlum o kadar çok kulak topladım ki. Yapma. Oğlum ben buraya girdim ama. Ben buraya girmem. Burada nasıl çıkacağım? Oğlum çok manyak işler yapıyorum ya. Tamam, burada işlerini bitiriyorum. İstediğim yerden gelmediler. Okay, das gefällt dir nicht, ha?
Henry, bitte, bitte. Sag mir, dass das jetzt alle waren. Ich kann's nicht glauben. Erledigt. Sie haben eine Horde erledigt. Ja, kein Problem. Kein Problem. Beute. Ja, Lombard. Sir, hörst du mich? Lieutenant Whittaker. Hier spricht Corporal St. John. Hören Sie mich? Kommen. Lan elim ayağım boşaldı be. Captain, ich wollte Meldung machen bei Lieutenant Whittaker. Sie antwortet nicht. Sie wollten es ihr selbst sagen, was? Ja, sie wird sich mächtig freuen. Bestimmt. Sie sehen sie sicher bald. Nicht Lieutenant Weaver anfunken. Ich möchte es ihm persönlich sagen. Okay, ja, ja, machen Sie das. Verstanden. St. John Ende. Neyse, gelmişken alalım şunları ya. Bak burada da varmış bombalar. Kaç tane kulak topladım? Kaç tane kulak topladım? Neyse, tamam. Şunları fulleyim de. Ay, hiçbir tane yapamıyorum ki. Neyse, yeter bu kadar. O neydi be? Hayır, azalmadı. Azalmıyor gavurlar ya. Öyle iğrenç bir şey ki. Şu bir tane bomba fena patladı. Ki zaten ilk o atıyorum ya, ilk de molotof falan attıklarımda bayağı bir hasar vurdum orada zaten. Yoksa yani altından falan kalkamam. Nedir? Kondisyonu yükseltmemiz lazım. Kondisyon çok. Bak, can o kadar önemli değil. Kondisyonun varsa kaçma, çabuk aranı açabiliyorsun zombilerle. Ondan sonra patlatabildiğini patlat. Bence duydular kaçma planımızı. Kadını bence başka bir yere aldılar. Wir haben es geschafft. Weaver hat es geschafft. So was habe ich noch nie gesehen. Wie sie immer einen Schritt voraus waren. Hatten Sie schon mal eine Horde im Nacken? Das gibt einem einen echten Adrenalinschub. Der Colonel hat recht. Vielleicht gewinnen wir den Krieg. Harika. De yani ben gidip de bütün böyle topluluğa saldıramam durmadan. Onu unutsunlar var ya, ben bir kere yaptım, bitti yani. Daha da yapmam. Hele o eve girdim ya. Lan ne güzel bitti, bitiyor diyorum, eve girdim. Lan çıkamıyorum. Şimdi korkuyorum, bir yerden girecektir içeri. Çıkabilecek bir yer yok. Çok sıkıntı bastı beni orada. Ama iyiydi, güzeldi. Hey! Believes! Tut mir leid, Lieutenant. Oh Mist. Nicht geklappt? Tut mir leid, Lieutenant. Ihr Job ist gestrichen. Verdammt, es hat geklappt. Ja, hätten Sie sehen sollen, die haben gebrannt wie Zunder. Oh Mann! Und danach wird gefeiert, in der Offiziersmesse. Okay, das sieht schwer nach einer Beförderung aus. Hey Mann, kommst du? Wissen Sie was, ich werde später nachkommen. Ich muss noch was erledigen. Okay, dann mach das. Das war der Rest. Seien Sie vorsichtig damit. Manche dieser Sachen sind unersetzlich. Was ist hier los? Wo ist denn der Lieutenant? Corporal St. John. Tut mir leid, Sir. Schon gut, Sohn. Alle wichtigen Forschungsmitarbeiter wurden verlegt. Verlegt? Wohin? Ich muss noch diese Sachen ausliefern, die Sie bestellt haben. Ich verstehe. Es gab ein... Kommen Sie, Sohn. Bitte. Kadını gönderdiler lan. Lan bu ne iş peşinde? Ma'am, Befehl vom Colonel. Aha, burada. Matt, das können Sie nicht tun. Sie können mich nicht einsperren. Rühren, Captain. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit.
Matt, wovon reden Sie da? Es tut mir leid, Lieutenant. Sie können... Colonel, halt! Hey. Schon gut. Schon gut. Ma'am, ich hab hier die bestellten Sachen. Komm nur rein, mir nach. Ich arbeite an einer neuen Aufgabe. Diesmal ist es Gift. Hör zu. Wenn du das pflückst, musst du wirklich vorsichtig sein. Wenn nicht, könntest du sterben. Verstanden. Ich werde dich hier rausholen. Danke. Ja, Ma'am. St. John, hier spricht Captain. Bombi ne? Hala şey yapamam. Lan 700 güven mi? Ulan bütün şeyi yerle bir ettim. Captain? Colonel will sie sehen. Yine mi ja? Seine Gemächer in der Arche. Seine Gemächer? Wenn Sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen Sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay, wissen Sie, was er will? Irgendwas mit einem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Ihr Name fiel bei einem wichtigen Projekt. Bleiben Sie sauber, dann werden Sie demnächst vielleicht befördert. Ja, Sir. Hey, was machst du hier? Kuriende. İş verip duruyorlar bana. Wichtiges Hala açamamışım ya. Hey Sarah, hörst du mich? Kommen. 249 tane var. Sat hepsini. Ich werde kein Ungehorsam dulden. Soldat, ich arbeite gerade raus. Sorry, ma'am. Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Lieutenant, sorry. Ich wollte mich melden. Ich habe eine Frage zu dem Anforderungsschein. Ja, Corporal. Da steht, ich soll Wasserschierling besorgen. İki tane ana görev var. Bir tanesi müzikle pes arkası Wiffer'la konuş. Bir tanesine albay... Karıyla konuştuk zaten. Sarah demiyor mu ya? Wächst am Rand von Feuchtgebieten. Such im Norden von Klamath Marsh. Da findest du was. Klamath Marsh. Hab's verstanden. Aber denk dran. Das Zeug ist hochgiftig. Das ist die giftigste Pflanze Nordamerikas. Okay, ich werde aufpassen. Und im letzten Bericht stand auch irgendetwas über infizierte Krähen. Du brauchst etwas, um die Nester zu verbrennen. Nester verbrennen. Verstanden. Noch was anderes. Das Projekt, an dem ich arbeite, ich werde bald mehr Infos dazu haben. Danke, Corporal. Lieutenant Whittaker, Ende. Ich muss Gewehrmunition finden. Bir şey diyeceğim ya. Toplamış mıyım ki beni buraya şey yapıyor? Dur bakalım şimdi. Albayla konuş, Albay Garrett'le buluş. Wiffer'la konuş. Neyse Nesta, tamam. Brauche ich Molotovs. Tamam, Molotov var bende. Biliyorum, hallettim ben böyle. Kendim öğrendim bu işi. Biraz geç oldu bu bilgi ama gene de sağ ol. Tamamdır. Ben bu görevi burada görev demişim. Bölümü burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümde adım adım sonuna doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Bu karıyı buradan alıp çıkacağız. Yani çünkü daha açılacak olan... Ha buradaymış lan. 5 tane buldu. Niye buraya şey yapıyor o zaman? Yani tahminimce bilmiyorum. Yanılabilirim de ama bayağı bir bölüm oldu çünkü. Sultan TV izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşürüz.